Hallöchen, Popöchen und willkommen zum Let's Play von Dark Souls 3. Ja. Mit zum Einstand hier rumgeknüppelt. Ich hoffe, dieser Glitzer-Käfer ist jetzt tot. Der ist nicht wieder da. Sehr gut. Zauberwaffe. Ach, hier sind wir. Wir sind an dem Sumpfding. Ja, klar, kommst du jetzt hin. So, den will ich jetzt nicht nochmal bekämpfen. Den habe ich echt nur mit viel Glück. Wobei, wenn der eine Rose droppt... Mein, was soll jetzt groß passieren? Wir können hier immer wieder laden. Der ist halt richtig knackig. Also da... Bin ich ehrlich. Der ist alles andere als lustig. Kannst du mir mal dein Großschwert geben hier, dein Schild. Oh, ach. Jetzt hält er auch nicht mehr so viel aus, ne? Boah, aber er macht halt Schaden für 20, ne? Das ist echt nicht mehr feierlich hier. Der macht einen Damage, ey. Daher war auch beim ersten Mal richtig schwer, also richtig schwer. Wir reden jetzt nicht von so einem Puppikampf, das war schon echt, aber hab da ja leider nicht mitbekommen, weil ich das beim Farmen bin ich einfach hier lang und auf einmal kam der angerannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch was war. Da unten war nichts Besonderes, da hinten lag ein Item. Ich hatte dann schon mal geguckt, weil ich wissen wollte. Da lag ein Item, da lag diese, hier lag diese Glut, die ich dem Schmied gegeben habe. Das ist der andere Weg, wo wir durchgeguckt haben von der anderen Seite. Und was oben ist, weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mal schauen. Kann man hier hoch? Ja, man kann hier hoch. Aber hier liegt nichts. Hier lag bestimmt auch was, aber habe ich aufgehoben. War so eben, wie gesagt, wie ich immer mache, ne, mit Netflix und Co. Nebenbei Netflix geguckt und Schädel nicht eingeschaltet. Einfach gelootet und dann fiel mir ein, ja, vielleicht doch nicht so schlau. Okay, also das hier ist der Weg, der wieder hier hinführt. So, wir nehmen uns unsere 5 Estos wieder mit. Ich brauche echt mehr Ausdauer, ne? Ich habe so viel Leben, aber so wenig Ausdauer. Ich dachte, da lag was. Sind die zwei Typen jetzt wieder da? Die waren nicht easy. Oh. Ne, jetzt sind andere. Oh, da sind sie. Greifen wir jetzt lieber nicht an, weil der eine ist schon auf dem Weg zu mir. Glaube ich.
nichts anders. Die waren scheiße, die Viecher. Boah. Dem hab ich aber. Ne? Dem hab ich aber Lack gegeben, du. Was ist der andere? Was ist dein Flappendulli-Freund, du? Den sehe. Mal fertig, du. Da ist er. War mir echt in die Fresse geschossen, Alter. Ja, nicht frech, du. Hier liegt dein Kumpel. Ich wäre ja vorsichtig an deiner Stelle. So geht das, du Lappen. Ha! Läuft. Finsterrüstung, Finstermaske. Schauen wir uns mal an. Finstermaske, habe ich schon. Ach, das ist so Totenkopfkram. Aha. Die Geister, die Knochenmaske der Geister der Finsternis und ein Relikt aus einem kleinen Land, das vor langer Zeit der Finsternis anheimfiel. Die scheint jeden Moment zu Staub zu fallen zu können. Die Geister gelten als die ältesten Rotaugen-Eindringlinge. Gerüchten zufolge sollen sie einer Urschlange gedient haben. Ja, also von den Werten her schon ein bisschen besser, ne? Ach ja. Also ich finde meine Rüstung ja schon ziemlich geil. Muss ich gestehen. Wie sehe ich damit aus? Ihhh. Voll der Hellrider, Alter. Ihhh, nee. Komm. Ich finde mich schon ziemlich geil so. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns nicht noch so ein Vieh entgegenkommt, weil die waren ja echt uncool. Die haben mich einfach hier auseinandergenommen, ne? Wohlgemerkt. Und das in Sekunden schneller, ne? Also. Da bin ja nicht mal ich hier. Sitzen da welche? Da sitzt noch einer. Schauen wir uns die mal von hinten. Oh Gottchen. Eine Glut, die brauche ich nicht. Bin noch aktiviert. Was das für ein Geräusch ist, weiß man auch nicht, ne? Bam, Alter! Käferkügelchen, schwarze Käferkügelchen. Das hört sich irgendwie heftig an. Aua, ey, Lama. Geht's dir gut? Ich stehe hier oben und du kannst mich treffen. Da hin. Da unten. Bye.
Will ich wissen, was da gerade rumbrüllt und kämpft? Ich bin mir ja nicht sicher, Freunde. Ist auf jeden Fall ganz schön laut. Ist auf jeden Fall ganz schön laut. Ist denn nichts, was man rufen kann, so hilfsmäßig? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Willst du mich veräppeln? Man kann hier niemand rufen? Niemanden? Da. Schwarzhand Gotthard. Früher war das wesentlich sichtbarer. Aber ich bin dankbar, Gotthard. Danke für deine Hilfe. Danke. Gotthard, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Aber ich glaube nicht, dass es lustig wird. Bist du bereit? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, ich will wieder raus. Da, die kämpfen gegeneinander, die beiden. Okay. Nur noch der eine. Hallo. Können wir nicht Freunde sein? Du bist doch auch ein Mensch in der Höhle, oder nicht? Mr. McCry? Gotthard! Gotthard, gib ihm. Mach mit. Oh, wer sind die denn? Hallo, stopp mal. Stopp mal. Halt, stopp mal. Wieso darfst du jetzt hier mitmischen? Alter, darf ich mich auch mal wegbewegen oder was? Alter, was zur Hölle? Der die ganze Zeit gegen sich selber gekämpft oder was? Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Einmal auf die Fresse hauen reicht nicht, ja? Gotthard, du musst dich heilen. Der fudelt. Wo ist er denn? Was Gotthard in Ruhe, du Affenarsch. Gib ihm. Oha. Gotthard. Komm dir helfen. Aua.
gehört hat, hat sich Gott sei Dank geheilt. Ganz ehrlich, ich glaube, ohne Gotthard wäre ich hier safe im Arsch. Fürstenasche, Seele eines Wolfsblut. Gotthard, vielen Dank. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Wir haben die Seele eines Wolfsblutes bekommen. Und Fürstenasche. Keine Ahnung. Ob jetzt was Besonderes ist oder nicht, oder doch? Aha. So, Seele eines Wolfsblutes. Ja, okay. Und die Fürstenasche. Stimmt hierbei, ne? Fürstenasche, zurückgelassen von Wächtern des Abgrunds. Wenn die Fürsten sich weigern, zu ihren Thronen zurückzukehren, so sollen sie als Asche zurückkehren. Die Wächter des Abgrunds schworen auf das ihnen gemeinsame Wolfsblut, welches ihnen auch als Fürstenlegitimierung diente. Dem Aschefürst Ludleth gebüben, um eine Seelenwandlung durchzuführen. Mit dieser Ofen kann verdrehten Seelen wandeln, um mit Hilfe ihrer Kunstmesser Spezialgegenstände herzustellen. Aha, wem soll ich das denn geben? In der alten Illusionsstadt von Irithil im Nordwindtal gab der Hohepriester Sullivan dieser Puppe seinen ergebenen Untertanen, damit sie auf ihrem Heimweg die Barriere durchschreiten konnten. Hör genau hin und du kannst sie sagen hören, wo auch immer du bist, der Mond geht unter. Irithil, wo auch immer du sein magst, Irithil ist deine Heimat, okay? Teilweise. Okay, Zauberer geben. Okay, wir haben ein bisschen Kram. Ein schwarzes, klaffendes Loch im Fleisch, das dem Mal der Untoten gleicht. Finsternis der Menschlichkeit sprüht aus diesem bodenlosen, rabenschwarzen Loch. Der Spalt ist gefüllt mit Ansammlungen des Fluchs. Das dunkle Siegel wird niemals heilen, doch es gibt eine Geschichte über eine Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückkehrt und diesen Träger des Fluchs. Aha. Da kommt ein von Karthus. Okay. Aha. Gab ich nicht einen Charakter bei League of Legends, der Karthus hieß? Das war ein Move, den fand ich toll. Den finde ich auch gut. Ja. Sehr gut. Huch. Würde man sagen, das war knapp vorm Abgrund. Okay, der sieht groß aus. Achso, stehen die immer wieder auf, ja? Okay, der kann sich hinter einen teleportieren. Steht doch nicht wieder auf. Eieieiei. Okay. Aua. Affe.
Oh, ich finde es gruselig hier. Nicht ganz ehrlich. Kann da irgendwie runterrollen, garantiert. Aua. Oh Mann, Pfeilputzi. Den schnapp ich mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe! Ich hab das Mikrofon umgeschossen. War nicht mit Absicht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht taub. Oh Gott. Aha, okay. Heftig, ich glaube, man kann da unten rein, Alter. Ich will aber jetzt meine Seelen nicht riskieren. Machen wir später. Das ist eine Falle. Aber ich will wissen, was passiert, wenn ich da drauf trete. Okay. Haben wir da? Ein Ninja. Alter, die verarschen, wie springst du denn durch die Gegend? Mein letzter ist das. Alter, ich hab richtig keinen Bock auf dieses Gebiet. Das gefällt mir so gar nicht. Ach, guck mal, brauche ich gar nicht runterrollen, dann bin ich nämlich jetzt hier. Oha. Hä? Du Affe! Mich eigentlich verarschen. Nochmal. Hey, deine komische unsichtbare Rolle ist aber schon frech, ne? Du hast aber auch einfach ein Schwert mit einer Reichweite von 90 Kilometern. Warum ist jetzt mein Ton aus? Weiß man nicht.
Also wir hatten hier kein Leuchtfeuer irgendwo, ne? Okay. Wir hatten hier kein Leuchtfeuer, außer hatten wir da oben eins? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, halt absolut nicht mehr sicher. Richtiges Scheißgebiet. Der Affen, ne? Ich hätte gern jetzt noch mal ein Leuchtfeuer. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Hier war ich soeben, bin ich von oben dann runter. Okay, dann gehen wir jetzt da lang. Wo wir da runter gehen, gucken wir uns natürlich auch erstmal hier rum. So ein Gegner? Nee, ne? Oh, hello. How very Du wieder. fortunate. Have you seen my companion Horace? Nee. To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. And if you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word. I beg of you. Kein Problem. May the flames guide your way. If you happen upon her that I remain in the cavern, will please may. Okay. Arschloch. Kann ich nicht im Kopf treffen. Ohne Bananen-Hitbox, ey. Aha. Okay. Dann bleibt jetzt nur noch der Weg da unten hin.
Da bist du ja. Ach du Scheiße. Nein. Ich kommentiere das nicht. Ich kommentiere das nicht. Wo zur Hölle kam die Kugel her? Da oben ist sie. Fand ich sehr gut. Kurios, dass der nicht angreift jetzt, ne? Einfach dumm. Der steht echt nochmal auf. Warum steht der nochmal auf? Ah. War ich hier unten? Tschüss. Da sind wir nämlich vorhin lang. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir da unten schon mal waren. Aber bestimmt. Du dreckige Sau, ey. Bisschen nochmal auf. Auf Marv. Na, das ist die furztrockenste Brezel, die ich in meinem Leben hier gegessen habe.
Wow. In den Kopf. Na? Ah, nu, jetzt läuft wieder darum. Du bist ja merkwürdig drauf, Alter. Die dum di da di dum di da di dum di da di dum di dum di dum di da di dum di da. So. Ist die jetzt immer noch hier oder ist die weg? Aha. Sehr anstrengend, ey. Boah, das ist jetzt so ein schlechter Laune-Moment, gerade. Das ist einfach dumm. Ich habe Bogen in der Hand, Ziele, und wie kann der jetzt hauen? Wie kann der jetzt hauen? Das macht gar keinen Sinn. Gar keinen. Und alles nochmal von vorne. Oh Gott, ey. Ja, komm, mach deine Ninja-Rolle in den Tod.
Waffe. Hallo, ja, komm, ey. Pass mich doch einfach, ist okay. Ist denn jetzt der Affe, der hier oben war, hin? Einfach woanders hingerannt jetzt. Hast du jetzt auch keinen Bock mehr? Immer, du Mongole. Immer! Ich bin jetzt in Tod! Blödmann! Boah, was ärgere ich mich jetzt, ne, ehrlich. Kleine Affen kacken nicht mehr. Babam, babam. Krieg ich einen Rappel. Das finde ich doof. Darum, darum. Du jetzt herkamst. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste noch einer von hinten kommen. Aber es täuscht mich alles. Okay. Artus Großkrummschwert. Aha. Es regt hier ein grünes Licht. Vielen Dank für die Info. Dass der mich treffen kann, ne? Aber ich ihn nicht.
Der Pfeil ist um die Kurve geflogen. Ne? So ein unfairer Müll. Ach, meine auch nicht. Sind ja auch nicht bei Wanted. Waffenarsch. Also eben glaube ich auch richtig viel Seelen, die jetzt verloren gegangen sind auf der Treppe da. Das waren glaube ich ein paar, ich glaube 30.000 fast. Ich meine ja gut, shit happens, das passiert, ist halt so, was soll ich machen? Aber Dark Souls wäre ja nicht Dark Souls, wenn so eine Scheiße nicht passieren würde. Oder? Jetzt auch nicht abschießen oder so, ne? Ja. Ach, danke. Was war das jetzt? Hör mal, seid ihr fertig oder was? Hör mal, okay, erstmal weg. Die haben noch einen Knall hier, Alter. Geht auch noch einer. In der Ecke. Fahrrad bitte. Der eine hat einfach ständig meine Angriffe geblockt. Was ist denn da mit dem Stein los? Was ist denn mit Carsten los? Was ist mit dir hier? So freundlich? Tschüss. War doch immer das jetzt war. Man weiß es nicht. Du bist komisch. Thank you.
Was ist das gewesen? Das war nichts Normales, Alter. Aha. Das ist ein... Oh. Das ist ein Leuchtfeuer. Wartet mal, wenn nichts Gutes ahnt hier. Steht auf jeden Fall was um die Ecke. Da kommt schon einer angetorkelt. Wieder so ein Typ mit diesen Zauberdingern. Hilft nur drauf gehen, ne? Die sind ja echt uncool, die Fackbücher hier. Was ist denn hier los? Nee. Der aus wie Menschlichkeit ein bisschen. Hier durchrollen einfach. Einfach so erwischen. Kratos Milchring. Wer will nicht Milch haben? Erhöht die Geschicklichkeit leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Okay. Warte mal, ist das... Was ist der hier? Den die auch haben? Autsch. Bringt das was? Frage ich mich. Aha. Das hat dem schon ordentlich wehgetan, ne? Das müssen wir mal festhalten. Hier steht er nochmal auf. Was ist das? Ich habe ja kein gutes Gefühl dabei. Hier schon wieder los. Okay, Freunde, ich muss ganz kurz einen Break machen. So, vielen Dank für die Geduld, meine Freunde. Das sind zwei. Das finde ich uncool. Und hier geht's noch runter. Den Scheiß. Alter. Können wir mal aufhören, hier die ganze Zeit Seelen zu öffnen? Oder was ist los? Oh.
Warte mal, warum habe ich jetzt nicht die Falle genutzt? Das war natürlich irgendwie dumm, ne? Hat man ja locker machen können. Hey, du Affe! Wo willst du denn hin hier? Na komm. Alter, hätte ich voll die schöne Falle hier aktivieren können für. Mann, Käse. Wow. Ja. Schön da reingeguckt, ne? Ich aktiviere jetzt auch eine Glut. Da habe ich wenigstens wieder volles Leben und ein bisschen mehr. Auf, wo dieser komische Maria ist. Ja, okay, finde ich gut. Das Leuchtfeuer gefällt mir. Ein guter Punkt, denke ich. Finde den komisch hier. Türchen kriegt man hier auch nicht. Oh, okay. Das ist ein guter Punkt, um hier einen Cut zu machen, Freunde. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge.